Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier immer noch im Tempel des verrückten Gottes, wie der jetzt so hier genannt wird. Und finden immer noch nicht diesen verdammten Diamanten. Aber auch hier echt riesig, die ganzen Räume. Und ich habe Angst, wie groß hier unten das alles jetzt wirklich ist. Geht ja ordentlich weit nach Norden. Und ja. Mal schauen, wie sehr ich mich hier noch verlaufen werde. Ah, diese Mönche. Immerhin haben die Gold. Oh, Tür. Gehen wir mal rein. Der hat nur kein Gold. Hier ist noch eine Tür. Ah, nochmal zwei Skelette, nice. Aber beide in einem Schlag, geil. Also nicht in einem Schlag, sondern beide gleichzeitig gekillt, Double Kill. Hier geht's nicht mehr weiter, ne? Hier ist noch eine Tür. Kommt her, ihr Skelette. Der versteckt sie dahinter. Und nochmal Shielding. Nochmal 20 Gold. Wie viel tragen wir jetzt eigentlich? Wir haben 162 Kilo von 194. So. Die Tür nochmal rein. Hier ist nichts. Hallo. So. Und hier auch nichts. Geht auch nicht mehr weiter hier. Ja, dann schauen, ob wir hier nach Süden einmal können. Ich würde lieber gerne den Süden einmal fertig erkundet haben. Und dann Richtung Norden, weil Süden sieht aus, als wäre da irgendwo schon auf jeden Fall Ende. Achso, da waren zwei. Essig und der hat nichts. Oh, Potion. Potion nehmen wir mit. Na, hier rein. Wir haben die wenigsten Kerzen getan. Der hat auch nichts. Wir machen 7 Gold. Hier gibt's auch noch. Wer ballert da? Okay. Ja, ich habe wirklich Angst, dass das hier ins Endlose geht. Noch eine Tür. Never Graves. Ach.
Nochmal zwei hinter mir. Wo bin ich jetzt? Wir gehen da später rein. Jetzt mal hier nochmal zurück. Wo auch immer die... Da. Boah. Schreck mich nicht. Auch nichts. Na komm, wir gehen erstmal da rein. Der hat nichts. Hier liegt wieder ein Toter. Rizas. So, der hat nichts. Wie weit geht's hier noch? Wir haben auf jeden Fall den südlichsten Rand hier gefunden. So, Shielding und Heal True. Komm. Longsword. Wir gehen erstmal hier rein. Gold! Endlich mal einen Schatz gefunden. Mein 40 Gold? Tanto, wow. Okay, das ist der südwestliche Rand. Immerhin haben wir ein Ende gefunden. Jo. Hier hat aber ordentlich. Die hat aber ordentlich verteilt. Nochmal das. Und das. Wir hatten nichts, okay. Könnte man versuchen, den ganzen Rand erstmal abzuklappern. Ist ja eigentlich bei uns irgendwie so eine häufige Strategie, damit wir das Gebiet ungefähr einkesseln können, so bis wohin geht's. So viel zu der Strategie. Den Raum hatten wir noch gar nicht. Ja? Und hier nochmal rein. Ja, ist auf jeden Fall ein Riesengebiet. Okay, da scheint es auch schon irgendwo Ende zu sein. Wir gehen weiter Norden. Ach, da ist er. Step. Ach so. War ja noch einer.
Wo war, da. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich hab das gerade gar nicht. Ist ja alles im Grunde sieht gleich aus hier. Das ist riesen. Ich würde sagen Gefängnistrakt. Und das war jetzt süß. Von normalen Wölfen. Okay, was sind da rot? Okay, die Wölfe sind weg. Okay. Hier geht's aber nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen jetzt hier rum. Und den ganzen weiten Weg hier nochmal von vorne. Da. Ja, das wird ein Spaß, die jetzt zu looten. Jetzt will ich wissen, wo sind. Wo ist denn jetzt der verdammte Diamant? Trinken wir eben nochmal einen Schluck von Kaffee, bevor der kalt wird. Ja, okay, wir haben hier noch sehr viel zu erkunden. Aber trotzdem. Das ist schon ein ordentlicher Irrgarten. Keine Ahnung. Natürlich, wieder irgendwelche Monks. So, 12 Gold. Nichts Besonderes. Tasche. Wo sind wir jetzt hier? Oh! Ein roter Teppich. Ich glaube, wir sind schon. Wir sind schon nah dran. Ja. Wird auch langsam Zeit. So, nochmal Heal True. Und nochmal Shielding. Ah, wieder der. Ich glaube, in dem Raum müssen wir rein. Oh. Immer ein Bild. Boah.
Warte. Shield True und nochmal Shielding. Und was hat der? 170 Gold! Alter. A note on the floor instructs someone to move things to the secure storage area in the northeast. Before any meddlers arrive, indeed, the room has been emptied. Also bin ich hier falsch. Hier noch hin wird. Also, dann jetzt die Frage. Northeast hat er ja gesagt. Wollen wir dann vielleicht zuerst hier dieses bisschen noch schnell fertig machen, bevor wir hier nach Norden gehen? Oder direkt nach Norden? Komm, wir gehen erstmal hier nach Osten. Hier fehlt ja nicht viel zum Erkunden noch. In dem Bereich. Moment. Ach so, der ist. Wollte schon sagen. So. Fehlt hier noch ein bisschen so geradeaus durch, in diesem kleinen Gang. Wer haut auf mich ein? Ach nee, wieder so einer. Schnell heilen und Shielding drauf. So, dann haben wir den. Und der hat nichts. Oh, was haben wir hier? Ja, nehmen wir mit. Okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir was wegschmeißen müssen. So, die können wir droppen. Ja. Dann können wir. Oh! Können wir die hier droppen? Wir werden gleich wieder ordentlich Geld haben. Den Dolch können wir droppen. Godsword können wir droppen. Den Sabber können wir droppen. Level Longsword lassen wir. Den Wakizashi können wir droppen. Warhammer. Weg damit. War Axe, weg damit. Nochmal War Axe, auch weg damit. Jo, passt. Wenn wir den hier aufsammeln. Oh, ich habe mich jetzt wegen dem wieder erschrocken. Gehen wir jetzt hier nochmal nach rechts. Weil wir hier auch nochmal zwei Türen sind. So. 34 Gold. Longsword. Brauchen wir nicht. Die tritt aber auch nur zu, hä? 46 Gold immerhin. Noch ein Flail.
Du sei ruhig. Und der Gehörte. Guten Stuff haben die alle nicht mehr. Digga. Habt ihr das gesehen? Wie der meine Gesundheit fast wegdezimiert hat. So, immerhin 15 Gold. Gottbau. Und dann machen wir hier vielleicht noch einmal ein Safe Game auf die 3. Okay. Medusa oder was ist hier in der Nähe? Oh nee. Ja, aber wenn die jetzt dafür aber häufiger kommen, kriegen wir nochmal ordentlich an Erfahrungspunkte hier. Wir sind ja schon bei 3,5 Millionen. So, wo sind wir jetzt? In welchem Bereich? Hier. Ah, okay. So weit nach Osten kann ich jetzt nicht mit der Map gehen. Dann lass mal eben den Norden hier komplett durchziehen, durchballern. Und dann geht's nach Osten. Schon. Gold und ein Tanto. So, wo sind wir jetzt? Na, vielleicht gibt es da hinten noch ein Schätzle oder so. Ne. Hier. Noch eine Tür. Drei Box. Und jeweils ein Butler. Ne, der hat nichts. Oh, heilen müssen wir uns. Okay, vielleicht auch noch Stamina voll machen. So, das wird erstmal reichen. Ah, wir sind wieder hier. Okay. Können wir durch die Tür gehen, da die ich überlaufen habe? Hier liegt wieder einer. Hier liegt ja noch einer. In einem Belt. So, dann nach links, würde ich sagen. Wie ist der jetzt auf einmal hinter mir gekommen? Der war doch gerade links. Das habt ihr doch auch gesehen, oder? Digga. Und nochmal Shielding. Ja, Level up. Nice. Okay, dann machen wir den hier. Den wollen wir auf 100 kriegen noch. So, und Wert 38 Gold. Tanto, wow. So. Genau den Raum erstmal. Die haben mich jetzt auch erschrocken. Okay, wenn wir jetzt nach Norden gehen, wo kommen wir da an?
Muss sagen, die Mönche geben aber auch gut XP hier. Die kommen relativ häufig. Wenn wir XP farmen wollen, sollten wir mal öfters hier vorbeikommen. Weil hier spawnen regelmäßig Gegner. Okay, bei der Halle des Kolosses war es ja auch relativ häufig mit den Gegner spawnen. Hier macht es irgendwie schon ein bisschen mehr Sinn, vorbeizukommen. So. Ah, lass mal hier noch mal ganz kurz Richtung Süden die Karte vervollständigen. So, jetzt sind wir hier. Das heißt im Norden einmal kurz nach links, also Westen. Oh, das geht sogar noch weiter nach Norden. Ich dachte, hier wäre schon der Rand. Ich dachte schon, hier wäre das Ende. Aber ich würde sagen, wenn mir jetzt hier keiner angreift, machen wir den Rest in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.